Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tiny Tinas Wonderlands Video. Heute geht es weiter mit noch mehr coolen Neuigkeiten zu Wonderlands und zwar geht es heute um starke Bosse, eine mehr oder weniger neue Seltenheitsstufe, wenn man so will, und die neuen Chaos-Stufen im Spiel. In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder neue Informationen über Wonderlands bekommen und erfahren, dass genau die Dinge, die sich viele Spieler für Borderlands 3 gewünscht haben, jetzt in Wonderlands auf die Spieler zukommen. Wir bekommen seltenere, legendäre Drops von Beutequellen, einen gut ausgedachten Endgame-Modus, starke neue Gegner, einen siebten neuen spielbaren Charakter und noch viele weitere Dinge. Falls ihr von den ganzen Dingen noch nicht so viel mitbekommen habt, schaut gerne bei meiner Wonderlands-Playlist auf meinem Kanal vorbei, wo ich euch alle neuen Dinge in ein paar Videos zusammengefasst habe. Die ganzen wirklich coolen Funktionen und Sachen, die wir im Spiel bekommen werden, sind für sich schon echt viel und gut zu hören. Aber es gibt noch mehr Dinge, die sich Spieler inklusive mir gewünscht haben und die es jetzt laut den neuesten Informationen auch im Spiel geben wird. Nachdem wir in Borderlands 2 den Digistruct Peak hatten, auf dem man seine OP-Stufen steigern konnte und dadurch bessere Ausrüstung bekam, und den Chaos-Stufen in Borderlands 3, die in ähnlicher Art funktionierten, bekommen wir in Tiny Tinas Borderlands jetzt auch etwas ganz ähnliches. Schon zu Release des Spiels in ein paar Tagen hat man die Möglichkeit, auf diesen chaosähnlichen Stufen zu spielen, ohne auf einen Zusatzinhalt warten zu müssen, den man kaufen muss. Seid ihr in der Chaoskammer unterwegs, die der neue Endgame-Modus ist, über den wir hier schon vor ein paar Tagen gesprochen haben, habt ihr die Möglichkeit, den Modus auf einer Chaosstufe zu spielen. Aktiviert ihr vor eurem Lauf durch die Kammer den Chaos-Modus, habt ihr eine größere Herausforderung, da alles eine Stufe schwieriger wird, so wie man es auch aus den letzten Borderlands-Teilen kennt. Habt ihr die Kammer abgeschlossen auf eurer ersten Chaos-Stufe, schaltet ihr die zweite und damit schwierigere Chaos-Stufe frei, die ihr dann über euer Menü aktivieren könnt. Spielt ihr jetzt nochmal die Kammer, spielt ihr auf Chaos-Stufe 2 und bekommt nochmals eine größere Herausforderung, da alles schwieriger wird und schaltet beim Absolvieren Chaos-Stufe 3 frei. Es läuft also im Endeffekt genauso ab wie in Borderlands 2 in Digistruct Peak mit den OP-Leveln. Was aber in Wonderlands anders ist als in den Borderlands-Spielen, ist die höchste Stufe der Chaos-Level. Laut Matt Cox, den Creative Director für Wonderlands, soll es zu Release des Spiels 20 dieser Chaos-Stufen geben und in Zukunft könnten noch weitere Stufen dazukommen. Spielt man sich durch diese immer schwerer werdenden Chaos-Level, braucht man natürlich auch immer bessere Ausrüstung und das sind in Wonderlands die Chaotix. Ab einer bestimmten Chaos-Stufe bekommt ihr stärkere Ausrüstung gedroppt, die zumindest so ähnlich sind wie die Items aus den OP-Leveln oder einer Chaos-Stufe wie in Borderlands 3. Diese Chaotix sind aber effektiver als in den Borderlands-Spielen, sodass man nicht zwischen jeder Chaos-Stufe ein Level höhere Ausrüstung ausrüsten muss, um Schaden zu machen, sondern die Items, die man bekommt, sind auf mehreren Stufen nützlich. Man wird also auch in Wonderlands immer bessere Ausrüstung farmen können, bis man seine Ausrüstung perfektioniert hat. Wer jetzt denkt, dass Items auf Chaos 20 dann vorerst die beste Ausrüstung sein wird, hat zum Teil recht, aber es gibt noch eine Stufe drüber. Nach der Ausrüstung, die man auf den verschiedenen Chaos-Stufen bekommt, soll es noch Items geben, die nochmal stärker sein werden. Es wurde jetzt nicht gesagt, ob es eine neue Seltenheitsstufe sein wird, aber ich gehe eher nicht davon aus, da auf der offiziellen Wonderlands-Seite bei den Seltenheitsstufen nichts weiter über den legendären Seltenheitsstufen aufgeführt wurde. Ich denke vielmehr, dass diese Waffen oder Ausrüstungsteile dann nochmal einen besonderen Zusatzeffekt oder etwas in der Art bekommen, durch eine besondere Art von Verzauberung oder ähnliches. Nachdem sich also einige Spieler Sorgen darüber gemacht haben, das Spiel könnte auf Dauer zu leicht sein, weil man so etwas wie den wahren oder ultimativen Kammerjägermodus nicht hat, sondern drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, zwischen denen man immer, wenn man möchte, hin und her wechseln kann, kann ich euch hier beruhigen, denn ich denke, dass man mit vorerst 20 Chaos-Stufen schon den einen oder anderen schweren Kampf haben wird. Wo wir jetzt gerade schon bei schweren Kämpfen sind, gibt es auch noch hier Infos zu den Bossen im Spiel. Denn in dem gleichen Stream, in dem Matt Cox auch über die Chaos-Stufen sprach, erzählt er auch etwas über die Bosse in der Chaoskammer. Zu Release des Spiels soll man drei verschiedene extrem starke Bosse in der Chaoskammer finden können. Um einen der Bosse zu finden, soll man wohl eine Art Rätsel lösen müssen, um am Ende gegen einen der Bosse kämpfen zu können. Auch wenn die Gegner nicht direkt als Unbesiegbare benannt wurden, wie in Borderlands 2 und 3, werden diese Bosse wohl zumindest genauso herausfordernd werden. Ab heute sind es jetzt nur noch 13 Tage bis zum Release von Wonderlands und durch die ganzen neuen Infos wird die Vorfreude immer größer. Wenn ihr noch Mitspieler sucht, mit denen ihr durch die Wonderlands ziehen wollt oder aber euch einfach mit anderen Spielern austauschen wollt, schaut gerne bei uns auf dem Discord vorbei, wo es nach und nach immer mehr coole Dinge zum Spiel gibt. Den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich bin aber schon wieder raus an dieser Stelle für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Borderlands und Wonderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Passt auf euch auf und haut da rein!